Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Okay. Seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Wir sind hier immer noch im Tunnelbau stecken geblieben. Es ist immer noch spannend, wie eh und je. Und mir ist gerade beim Durchsehen meiner Minecraft-Folgen aufgefallen, dass ich immer noch so krasse Bildartefakte in der Aufnahme habe. Und das suckt natürlich. Gut, wir gehen bis dorthin. Also, ich muss noch mal irgendwo gucken, was ich dagegen tun kann. Gary nimmt auch Minecraft auf mit Shadon und allem. Bei ihm, finde ich, sind die Bildartefakte nicht so krass wie bei mir. Ich muss mal nach seinen Einstellungen fragen, weil ich glaube, insgesamt hat er an sich schwächere Bauteile als ich. Deswegen sollte es mir theoretisch ja eigentlich möglich sein, ohne bzw. mit weniger Artefakten aufzunehmen. Weil es ist manchmal echt... Manchmal habe ich das Gefühl, das Bild fällt auf 144p runter. Das hier kommt übrigens weg. Unser Laufniveau ist ja das hier. Und die hier kommen auch weg. Und hier geht's bis zur Bahnsteigkante. Hier haben wir dann so eine Art Wartungsschacht, meinetwegen. So. Wunderbar. Gut, wir sind jetzt einmal durch. Du bist so dumm, ne? Okay, jetzt heißt es erstmal die Kiste hier ausräumen. Habe ich noch Holz dabei? Ja. Aber Zäune und so müsste ich auch noch oben haben. Komm mal mit. Du sollst hier sitzen bleiben. Gut. Erde kommt hier rein. Cobblestone kommt hier rein. Das Glas brauche ich noch. Das kommt hier rein. Hübsch. Genau, das Technikgedöns kommt hier rein. Meine Lever nehme ich mit, die Rails nehme ich auch mit. Oder, nee. Die nehme ich nämlich nicht mit. Sondern die bleiben erstmal dort. Wusste gar nicht, dass ich sowas noch habe. So. Ein Tor.
Und zwei Zäune. Ach, scheiße. So, hier zwei Zäune und da ist Tor. Der Villager ist jetzt hier unten. Nein. Ich hasse Villager. Na gut, jetzt haben wir halt hier einen Tunnel. So. Die Werkbank kommt dahin. Mann, der ist so dumm, ne? So, die Lore kommt da jetzt rein. Und die auch. Okay, dann das Technikgedöns. Das kommt tatsächlich wieder hier rein, weil hier können wir es, glaube ich, eher gebrauchen. Und auch die Schienen kommen dort rein. Die zwei Schienen kommen da jetzt auch nochmal mit rein. Und dann reiße ich jetzt den Rest an Schienen hier oben ab. Dann habe ich auch noch eine Aufstellung, was ich alles an Wolle brauche für mein eines neues Großprojekt. Die Frage ist dann, wo ich das Großprojekt hinbaue. Baue ich es in die Beta-Welt, baue ich es in die Alpha-Welt, baue ich es in die Wüstenwelt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich es bauen will, was ich bauen will. Stimmt, hier läuft die Erntemaschine. So. Wie gesagt, ich weiß, dass ich was bauen will und was ich bauen will, aber noch nicht, wo ich es bauen will. Aber es braucht eh einige hunderte Wollblöcke zur Vorbereitung, deswegen. Ja. Es dauert noch ein bisschen, bis wir soweit sind. Außerdem habe ich hier noch ganz andere Probleme als die Wolle, nämlich meine ganzen Tunnel und alles. Ah, die Karten will ich wieder aufhängen. Da geht mir doch gleich wieder so ein dämliches Schafstiften. Das gehört darin und das darin. Wo haben wir die Schere? Hier lag doch noch irgendwo eine Schere. Da. So, hier geht's rein. Gut. Ihr seid so dumm, ne? So. Das kommt hier rein. Ein bisschen haben wir zumindest schon mal vorgelegt an Wolle.
So. Ja, jetzt ist es halt wichtig, dass wir die ganze Zeit eine Schere dabei haben, dass wir immer, sobald wir die Schafe sehen, die scheren können. Braune Wolle. Pinke Wolle. Dup, dup. Nein. Na, obwohl doch, das können wir da reinlegen. Warte mal. So. Dann, wo ist meine Aufzeichnung da? Wir brauchen Violett und Pink. Haben wir beides separat? Ja, Violett und Pink. Passt. Rot haben wir, Blau haben wir. Wir brauchen auch noch hellblaue Wolle. Einmal so und so. Halt, den Farbstoff brauche ich. Ein gelbes Schaf können wir zu einem hellblauen machen. So. Und dann kommt das hier rein. Und jetzt gibt's ein bisschen Sex. Alles klar. Gut. Ja, so wird sich das jetzt abspielen. Wir werden jetzt hier wieder ein bisschen in einer Alpha-Welt spielen. Nee, die Kleinen kann ich noch nicht scheren. Die kommen ungeschoren davon. Und wir brauchen viel Wolle. Also ich habe mir die genauen Zahlen hier aufgeschrieben. Ich habe alles durchgerechnet, was ich brauche. Sobald wir dann unser nächstes Großprojekt angehen, soll das alles in einem Rutsch stattfinden. Weiße Wolle haben wir tatsächlich schon genug. Schwarze Wolle brauchen wir 158, 363, 371, 421 müssten wir brauchen. Das sind ein paar Stecks. Deswegen, wie gesagt, so, immer sobald wir hier vorbeikommen und Schafe mit Wolle sehen. So. Ich mache das aber ein bisschen einfacher jetzt. So. Hier kommt ein Chest in die Ecke. Da schmeißen wir jetzt einfach die Wolle rein, die wir finden. Und später wird einfach mal umverteilt. Scheiße. Rein da. So, und du stirbst. Hier herrscht Zucht und Ordnung. Gut, ich stelle die Kiste einfach draußen. Jetzt ist halt die Frage, was ich für ein Schaf gerade umgeschossen habe.
Das werden wir dann irgendwann merken, wenn wir ein Defizit von irgendeiner Wolle haben. So, alle Wollen gehen nach oben. Und eine Wolle, ja, stagniert. Dann wissen wir, okay, da haben wir Scheiße gebaut. Okay, und von hier aus, genau, können wir das bedienen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach genau, ich wollte wieder unter Wasser gehen. So, dann kommt die Aufzeichnung wieder unter den Tisch. Und dann gehen wir mit dem Glas wieder unters Wasser. Das nächste Mal, wenn ein Schaf ausbricht, dann leite ich das dort rein. Können wir eine zweite Schafskoppel aufmachen. Würde unsere Wollproduktion ein wenig beschleunigen, glaube ich. Mann, die ganzen Erinnerungen an die Alpha-Version hier. Es war schon schön damals. Ich mag auch, was wir in der Zeit alles hier was wir in der Zeit alles hier gebaut haben, wollte ich gerade sagen. Also ich habe sehr zerfetzt unsere Schienen abgebaut. Na gut, so kommen wir wieder ein bisschen an Powertrails. Okay, der Plan ist, dass wir jetzt dann unseren Glastunnel fertigstellen. Dann würde ich noch die Gleise verlegen, die wir noch haben. Und dann würde ich mich erstmal wieder anderen Projekten zuwenden. Da ist ja zum Beispiel noch ein Berg zu bauen. In der Alpha-Welt will ich noch ein bisschen was machen, damit nebenbei die Schafe halt wachsen können. Weil mir ist vorhin aufgefallen, in der Beta-Welt haben wir keine Wolle. Beziehungsweise keine Schafe. Da haben wir nur das, was wir von hier dann eventuell mitnehmen. Aber ansonsten haben wir da drüben nichts. So, wie sieht's hier aus? Auf welcher Ebene war es? Glasniveau? War auf 56, ich glaube auf 56 war das Holz und auf 57 war das Glasniveau. Hier hinten haben wir schon wieder mit Holz angefangen zu bauen, ne? Soll ich hier mal ein paar Fackeln setzen? Okay, auf 6. Also wenn wir 56 angezeigt bekommen, dann muss unter unseren Füßen Holz sein. Also das hier muss alles Holz sein. Okay. Und hier ist die Gangmitte. Ich sammle jetzt mal eben die weggeschwemmten Fackeln ein. Das hier ist die Mitte. Das heißt, drei nach links und drei nach rechts.